So, nächster Morgen, nächster Tag. Auf geht's zu weiteren 2,5 bis 3 Stunden Fallout. Ich war gestern etwas erstaunt, als ich beim Speichern bemerkte, dass ich schon fast 20 Stunden gespielt habe und gerade mal Level 12 bin. Total langsam. So, und was ich jetzt mal ausprobieren würde, das habe ich mich heute gefragt beim Aufstehen. Wenn ich die Radios hier anstelle, ob man die Musik dann im Spiel hört oder nicht, weil die Musik über mein Pip-Boy hört man ja nicht. Look alive. What's the plan? Hey, Valentine. There's something bothering you? Your thoughts? There's a lot of people out here could use a hand. How are we doing, Nick? I guess things are all right. I just want to make things right for people out here. My hope is you feel the same. Oh, nothing. Sure, sure. We'll make something out of the Commonwealth yet. So. Dann gucken wir mal. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal in diesen Tower gehen, wo unten diese zwei, drei Super Mutants standen. Even good people do crazy things when they're scared. Und dann da ein bisschen aufräumen. So. Dann ziehe ich mich mal um. Auch nicht vergessen, dass wenn ich die Sonnenbrille aufsetze, geht es noch zum Helm? Ne, geht nur Helm oder Sonnenbrille. So. Map. Wo war denn das mit dem Tower? Latest issue of public occurrence. Check the detective cases. Das ist doch das Ding, oder? Gucken wir mal auf die Karte. Auf geht's. Doch eine Wasserflasche und jede Menge Taschen. Genau, hier war das mit den ganzen Spikes. Ich erinnere mich dunkel. Und diesen Mietbeutel hier. Oh, da ist sogar Munition drin. Nicht schlecht. Plötzlich finde ich sie gar nicht mehr so widerlich.
Was macht denn diese Super Mutant Rüstung? Ich bin ja mal gespannt. Inventory. Super Mutant Coal Armor. Die kann ich da gar nicht tragen, die ist ja viel zu groß. Out of order. Wir müssen das Treppenhaus benutzen. Cap. Dann gucken wir mal. So, Nick. Was uns hier erwartet. Hier kann man auch hoch. Wir hätten auch Fahrstuhl fahren können. Aber wir versuchen es erstmal mit dem Treppenhaus. What's up, what's up? Schöne Aussicht. Da hinten, das leuchtet so krass hell. Da muss ich auch demnächst irgendwann mal hin. Ach, welches Level bin ich denn eigentlich? 11, 12, was war das? 13 sogar schon, kurz vor 14. Sehr gut. Weiter so. Hier geht's nicht weiter, okay. Schon wieder 12 Bottle Caps. Ich bin so reich. Ich kann mir bald die beiden 3000er Rüstungsteile kaufen. Wir müssen scheinbar wirklich zu dem Fahrstuhl. Ja. Hier geht's nirgends nach oben. Na dann. Auf zum Aufzug. Noch eins runter. So. Bei Waffen, ja, das sollte reichen. Die Wumme ist ja eigentlich nicht schlecht. Die Granate habe ich auch noch mit in die Hand genommen. RB. To throw mines. Nick, wir fahren jetzt hoch. Nick Valentine. You only kill the weakest of us. It only makes us stronger. If they cannot kill one puny human, they are less than nothing. Come on! Let's play!
What the? Ich dachte, ich wäre weit genug weg gewesen, aber ich glaube, meine Lebensenergie war zu niedrig. Hey, Schwarzspecht, schönen guten Morgen. Grüße aus Berlin. Ich hoffe, es geht dir gut. Mensch, da hast du mich mal erwischt auf Twitch jetzt. Ja, ich muss noch die Grafik austauschen, wenn ich es nicht sogar schon gemacht habe. Ja, tot. Hihi. So, gehen wir wieder ins Bett. Reicht für heute. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, ich habe die sogar schon ausgetauscht, dass ich nur spiele, wenn ich es zeitlich irgendwie schaffe. Wie, hier hinten sind wir jetzt erst? Nee. Hat er nicht zwischendrin gespeichert? Das ist ja erstaunlich. Das ist ja mehr als erstaunlich. Jetzt müssen wir wieder so weit reisen. Ja, ja. Shit, shit, shit. Da ist der Trinity Tower. Yes. Bin gerade aufgestanden und erst jetzt schaue deinen Stream. Sehr schön. Ja, wie gesagt, guten Morgen. Guten Appetit. Was wird gegessen? Frühstück, schätze ich mal. Auch wenn es schon fast um 12 ist. Ich habe auch eben noch gefrühstückt. Und hab mir dann gedacht, ja, wenn du gestern schon 6 Stunden gespielt hast, kannst du heute auch noch ein bisschen zocken. Mal gucken, vielleicht schaffe ich ja heute Level 15 oder so, oder 20, wer weiß das schon. Wann habe ich angefangen? 11.30 Uhr. Oder vielleicht 11.20 Uhr? 12.20 Uhr, 13.20 Uhr, 14 Uhr. Also bis 14 Uhr mache ich auf jeden Fall. Dann brauche ich erstmal wieder eine Spielpause, dann muss ich ein bisschen arbeiten und aufräumen und so und dann kann ich irgendwann am Abend nochmal zocken. Haben wir jetzt eine neue Spielreihe gewagt, Witcher 1 und 2 gespielt. Ein Brötchen und Kaffee mit Ei. Ein Kaffee mit Ei. Ne, ein Brötchen mit Ei und Kaffee. guten Appetit. The Witcher 1 und 2, das ist doch bestimmt von der Grafik her ziemlich ernüchternd, oder? Also ein Arbeitskollege von mir meinte mal, ich soll Witcher spielen. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen. Aber ich glaube, ich spiele dann nur den dritten Teil. Nick Valentine. Komm, wir gehen jetzt hoch, Nick. Wir gehen in den Fahrstuhl. Schauen, was da los ist. Kaffee mit Ei. Ich weiß nicht. Bottle Cap. Ja, und gestern bin ich ja irgendwann um 9 aufgestanden und zum Sport gegangen. Und heute bin ich erst um 10 aufgestanden und dachte mir so, ach, nee. Heute bleibst du zu Hause. Morgen gehe ich ja auch schon wieder zum Sport. Von daher reicht es. Alle 2 Tage. So. Na, mal gucken, ob wir die diesmal erlegt kriegen. Wahrscheinlich läuft es jetzt besser. Oh, tut mir leid, Nick, du musst draußen bleiben. 1 war schwierig. Hat mich mehr genervt, als es Spaß gemacht hat. Ja. Ja, das ist ja bei Mass Effect ähnlich. Da hast du ja auch irgendwie. So
fertig mit labern, ja. Das ist ja bei Mass Effect ähnlich. Die Mechanik ist ein bisschen anstrengend. Aber für die Geschichte ist es durchaus sinnvoll, das gespielt zu haben. Deswegen muss man wahrscheinlich Witcher. Muss man deswegen spielen. Den ersten Teil. Sag mal, triffst du überhaupt? Nö. Sag mal. Ich sterb grad wieder. Ich sterbe gerade wieder. Im Fahrstuhl warten war, glaube ich, keine so gute Idee. Teil 2 habe ich als Enhanced Version gekauft und das sah gar nicht so übel aus und hat schon Spaß gemacht. Die Story und Gespräche sind sehr gut. Ja. Von daher, irgendwann muss ich da auch mal ran. Vielleicht gibt es ja mal einen Bundle für die Xbox One oder so. Ich zock den zweiten Teil jetzt nochmal, dann hole ich mir den dritten Teil, aber es ist sauschwer. Glaube ich. Sag mal, wie ich einfach nichts schaffe hier. Die hacken mich in Stücke. Und schon wieder tot. Fuck. Scheiße. Ich habe nichts gesagt. Ich bin total friedlich und entspannt. Gibt's auf Steam für 70 Euro alle Teile zusammen? Vielleicht auch auf der Xbox. Müsste ich mal gucken, ja. Ich habe schon wieder nicht gespeichert, ne? Ne, ich hätte vorher safen sollen. Jetzt bin ich wieder in der Stadt. Ja, ich will ja auch dieses Bundle für Bioshock mir holen. Das gibt's ja jetzt auch. Oh, aber Bioshock habe ich ja schon gespielt, das heißt, eigentlich müsste ich erstmal The Witcher zocken. So, da sind wir wieder in The City. So, Waffen. Granate hat er sich diesmal gemerkt. Dann Versuch Nummer 3. Try. Aber du hast ja bei Fallout ja noch genug vor dir. Ja, das stimmt. Also ich bin ja noch mitten am Anfang. Von daher werde ich da noch eine Weile dran sitzen. Und wenn ich meinen Stapel an Spielen angucke für die Xbox One, der da noch liegt, was ich da alles noch spielen möchte und kann, ja, habe ich noch genügend Material für die nächsten Jahre. Na, Bioshock ist mehr Shooter als Rollenspiel, aber es hat auch eine gewisse Story. Also der dritte Teil ist mit der beste, finde ich, auch von der Spielwelt, in der man sich bewegt. Da hat man leider nicht dieses Zielerfassungssystem wie hier bei Fallout. Aber würde schon sagen, es ist sehr zu empfehlen. Es ist horrorlastig, vor allem die ersten beiden Teile finde ich ziemlich gruselig. Aber wenn man damit zurechtkommt, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. So, Quick Save. Vielleicht oben dann nochmal. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, ist echt gut gemacht. Die Idee dahinter und dann die Charaktere. Also im ersten Teil natürlich sind die Charaktere noch relativ flach, aber das wird irgendwann immer besser. Und ja, die Beweggründe, die die einzelnen Charaktere haben. Oh, guck mal hier, ein Raider. Draußen fliegt ein Hubschrauber lang. Hört sich jedenfalls so an. Und es wird geschossen. Das ist doch so ein Heli von der Brotherhood. Oder? Sollen wir mal gucken gehen?
mysteriösen... Ah, da hinten. Sehr witzig. Wie fliegt der denn total schief? Die fetzen sich jedenfalls mit irgendwelchen Viechern da auf dem Dach. Aber das scheint erledigt zu sein, oder? Nee, sie kreisen noch, das ist ja geil. Und ich könnte den Heli, wie heißt der? Brotherhood, da ist den Vertibird. Vertibird könnte ich auch angreifen, aber nö. Erstmal The Witcher 3, muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, auf jeden Fall, kick dir das mal an. Ah! Dominik! Na? Grüß dich. Ja, da ist irgendwie so ein Hubschrauber, der die ganze Zeit hier... Was ist der da hinten? Der schießt auf irgendwelche Raider oder so, keine Ahnung. Wir gehen mal wieder rein. So, hier nochmal 12 Kronkorken mitgenommen. Und dann ab in den Fahrstuhl. Wo ging's denn da runter? Da ist ganz schön laut. So, bevor ich jetzt zum dritten Mal sterbe, werden wir hier mal schnell speichern. Dann öffnen wir die Tür. Und dann geht's nach oben. Der fliegt echt etwas komisch. Ja, ja. Wieso habe ich denn jetzt hier einen Paladin? Legendary Brotherhood Knight. Was macht er denn hier? Wo kommt der her? Also es ist ja super, dass der mir jetzt hilft. Aber wo kommt der her? Der kam einfach mit aus dem Fahrstuhl raus. WTF? WTF? Ach, der ist jetzt wieder im Fahrstuhl verschwunden. LOL. Erklär mir das mal einer. Haha, was war das denn gerade? Du kannst deine Baurüstung klauen. Ja, könnte ich machen, aber Pickpocket habe ich noch nicht so hochwertig. Hochwertig, nicht so hoch geskillt. Aber das wundert mich jetzt echt. Vielleicht war das ein Zufallsprinzip, weil hier ein Helikopter gerade in der Nähe ist, dass der einfach mal mit rauskommt und da kämpft. Aber der ist jetzt wieder abgehauen. Hinter den Herstellern Fusionskern vertaschen die Klauen und dann zieht er die Rüstung aus. Ja, dann muss er da raus, weil er keinen Antrieb mehr hat, ne? Weil der Antrieb leer ist, sozusagen. Oh, Zigaretten. Oh, Bottle Caps. Hier mal ein bisschen Musik anmachen. Geht zwar an, aber keine Musik geht an. Tja, schade, dass der Ritter jetzt wieder weg ist. Dass der wieder abgehauen ist. Nee, halt Deutsch kaputt. Palatin. Hinter ihn schleichen. Ah ja, das hatte ich schon gelesen. Dominik will ja heute auch noch streamen, eventuell, meinte er vorhin, vielleicht. Buntspecht oder Schwarzspecht heißt du ja. Was machst du heute noch so?
nach dem Frühstücken irgendwas geplant? Und das Gewehr können wir doch verkaufen. Ich gehe erstmal raus. An die frische Luft. Unter freien Himmel. Echt? Eigentlich eine gute Idee, würde ich mal sagen. No green stuff here. Ach, ist das alles eklig hier. Als Maultanis mache ich immer. Ja, es ist super. Ihr müsst heute eigentlich auch mal rausgehen, eine Runde ums Haus laufen. Man könnte das ja mit Pokémon Go Spielen verbinden. Jeden Tag mal rausgehen, wie gesagt, da spricht ja gar nichts gegen. So, jetzt gucken wir mal, was hier hinter der Tür ist. Sag mal, habe ich die Granaten nicht ausgerüstet gehabt? Fragmentation Grenade. Mann. Da, jetzt sind sie ausgerüstet. 8. Wo ist hier das Water? Purified Water habe ich da auch noch ganz viel. Ach Mensch, der Hund ist hinter uns. Das muss uns doch mal jemand sagen. Ich dachte mir schon, hä, was macht denn da so für Geräusche? Da ist ein Hund hinter uns. Kann ja keiner drauf kommen. Sich der Hund rangeschlichen. Gefahren. Tannis hat sein Ziel Wasser nett getrunken. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wer klopft da? Meine Nachbarn hämmern wieder irgendwas zusammen. Jedes verdammte Wochenende. Come out, wherever you are. Kochen.
Ah, das Radio geht mittlerweile. Hier kommen wir ja her. Hör mal, wer da nagelt. Ja, so ungefähr. Ja, hämmert. Aber nagelt klappt. Passt ja da auch ganz gut. So, hier waren wir auch schon. Ah, keine Ahnung, was sie da immer noch zusammenhämmern müssen. Ich weiß es echt nicht. Cap. Oh, das ist ein Safe. Yes. You do that a little too well. Human, you fight almost as good as a super mutant. Maybe we will put you in the cage with Strong and Rex. So. Mal kurz schauen, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Zum Beispiel dieses Capstash. Und die Fahne. So, kommt nicht. Es ist. Die Lass ist ja feiern und saufen. Sich besaufen. Na, die war gestern Abend. Die Zoe war gestern Abend auf einem Geburtstag. Also Nachmittag 16 Uhr. Und ich glaube, sie wollte dort auch übernachten. Das heißt, sie wird irgendwann heute schon zurückkommen. Aber ob sie es vor 14 Uhr schafft, werden wir ja dann sehen. Also bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr werde ich ja spielen erstmal. Das ist so der erste Zockteil. Und dann bestimmt später auch nochmal. Was hat denn der hier am Arm? So eine Art Schild ist das. Dirty Water. Lalalalala. Da müssen wir mal Nick jetzt was rübergeben. Here's what I've got. In Fallout muss man alles looten. Ja, finde ich auch. Du nimmst echt jeden Dreck mit. Nein, das stimmt gar nicht. Nur das, was nichts wiegt oder kaum was wiegt. Oh, jetzt habe ich mir die Zigaretten weggenommen. Und was Geld bringt, vor allen Dingen. Muss ich mir mal seine Zigaretten zurückgeben. Psst. Go on. See a lot of folks at their worst in my line of work. Hard to not let it get to you sometimes. Das schmutzige Wasser kann man auch noch zu Geld machen. Guck mal, Dirty Water bringt immerhin 5 pro Flasche. Das ist echt nicht wenig. Ah, hier geht's noch weiter hoch.
da liegt noch ein Waffensack und noch ein Safe. Oh, gleich beim ersten Besuch den Draht abgebrochen. Nice. Bottle Cap. Bottle Cap. Der ist leer, der Waffensack. Na super. Noch mehr Zigaretten. Der macht den Dietrich Putt. Ja, manchmal treffe ich das Loch nicht richtig. Und dann bricht er ab. Sind scheinbar noch mehr. Oh, der hatte auch einen Molotov-Cocktail, der Sack. Satan ist zu mir. Oh mein Gott, das darf ich nicht. Manchmal muss ich vielleicht darüber nachdenken, was ich sage, bevor ich sage. Das hilft, glaube ich. Oh Mann, Dominik. Sag mal, wie weit nach oben geht's hier denn noch? Das ist der Fahrstuhl von vorhin. Dann machen wir mal ein Quick Save. Ein Quickie. Damit wir nicht wieder drauf gehen und nochmal alles spielen müssen. Alles klar. Dann erstmal noch einen schönen Tag und vielleicht bis später. Guten Appetit. Viel Spaß in der frischen Luft und wie gesagt, wenn du heute streamst, sag gerne Bescheid, dann komme ich mal kicken. Würde mich freuen. Und danke, danke fürs Zusehen. Hubschrauber ist doch schon wieder hier in der Nähe.
Oder wird schon wieder geklopft? Oder besser gesagt, gehämmert. Die noch viel Fun? Ja, werde ich auf jeden Fall haben. Ein Fallout spielen. Was kann man mehr Fun haben, außer zu zocken? Es geht ja echt ab, ich muss jetzt glaube ich erstmal hoch. Water. Ah, hier ist sogar ein Fahrstuhl, mit dem man dann wahrscheinlich hoch und runter fahren kann. Oh, magnificent bard, a rescue! You are the first to actually make it to the cage. I think the super mutants killed and ate the others. Quickly get us out of here! More of my brothers will be here soon. They know a human is attacking the tower. I'll unlock the cage. Hurry! Strong says more super mutants are on their way. By the way, he's with me. Please, don't shoot him. Won't be able to pick this. Wo ist denn jetzt Nick eigentlich hin? Mr. Valentine. Der ist noch hier. Guckt die ganze Zeit nach unten, als ob da noch ein Gegner wäre. Das ist ein alter Meetingraum, würde ich mal sagen.
Hat sie noch einen Gegner angezeigt eigentlich? Klingt so, ne? Die schießen ja auch noch die ganze Zeit drauf. Superhuman versus Superhuman. Oder Mutant, nicht Human. Und da müssen noch mehr sein. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt wieder... Strong guckt auch noch nach unten. Wieder rauskämpfen. Das kann ja was werden. Obwohl, nee, da ist ja der Fahrstuhl. Wie wäre es, wenn alle hier zum Fahrstuhl kommen? Dann können wir einfach runterfahren. Wir speichern das mal sicherheitshalber. Civilize these savages by teaching to them. Strong here believes it is the secret to human power. Ich glaube, das war ein Helikopter, der da gerade abstürzt. Wo ist denn jetzt eigentlich Nick Valentine? Ist der jetzt noch da oder ist der echt runtergefallen? Ich habe vorhin gesehen beim Runterfahren, dass der einfach mal unten, zwischen dem Fahrstuhl und dem Haus nach unten fiel, aber ich glaube, der ist jetzt hier nicht mit dabei, oder? Und dann weiter. Time to...
Wie weit geht's denn hier runter? Das ist ja krass. Da liegt der abgestürzte Hubschrauber. Ah, hier sind wir jetzt. Hier sind wir jetzt und es wird langsam Tag. Sollen wir ein bisschen was loswerden hier? Ich trage zu viel. Drop. So viele Super Mutants in dem Turm, da muss ich glaube ich nochmal rein und XP sammeln gehen. Demnächst. Many thanks for that timely rescue. What were you doing up there? I was attempting to teach those super mutants human culture, trying to civilize them. Ah. But if they could just experience the majesty of Shakespeare, it would change them forever. And who better to open their eyes to the wonders of the bard than Rex Goodman, the foremost actor in the world today. Yes, well, in any event, I'm quite grateful. I'd like you to have this. Now, if you'll excuse me, I think it's time I left this awful place. I'm returning to WRVR and resuming my career in radio. Level up. Go find milk of human kindness with Strong. Why do you want to find this milk of human kindness? Milk is secret to humans. Macbeth say milk make humans strong. Stronger than super mutants. Strong find milk. Drink milk. Make super mutants stronger than humans. Yes, I'll honor my promise. Good. Strong travel with human. Human helps Strong find milk of human kindness. Strong learns secret of humans. So, dann kann Strong ja gleich mal ein bisschen was tragen. Dem kann man doch bestimmt die Rüstung geben, oder? Superhuman Black. Zieht er das an? Tatsächlich, der zieht das an. Dann müssen wir mal kurz nach Diamond City und die anderen Rüstungsteile von Nick holen. Und dann können wir die eben auch anziehen. Sehr geil.
Leider geil. Level 14. Things like humans here. Heard you've rescued Valentine. Good work. All sense scared the hell out of me. Hey, Arturo. You know, a shotgun's great insurance against raiders. Sure, let's take a look. Don't forget to stop. Hunting rifle. Minigun habe ich ja eine. Huh? Könnte ich noch eine zweite nehmen? Komm, die verkaufen wir. Bei Pistol, das Board. Wobei, nee, das Board können wir ihm ergeben. Pipe Rifle. So. Okay. Hey. Tell Strong what to do. Give to me, human. Hier, wo hast du denn dieses Brett? Da. Viel Spaß damit. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Nick und holen uns die anderen Sachen. Wo ist er denn? Mr. Valentine. Ist er oben? In seinem Zimmer? Scheinbar nicht. Ist er noch nicht da? Muss er erst zurücklaufen? Ich hoffe, der kommt irgendwann ja wieder an. Bitte. Nicht, dass der wirklich gestorben ist. Aber eigentlich dürfte es nicht sein. Der ist ja ein Hauptcharakter in dem Spiel. Need a swatter with a little more stuff. I've got a few minutes to browse. A genuine audit. So, dann haben wir hier noch. Das kann weg. Misk. Folder. Junk. Lol, er hat so eine, echt so eine kleine Waffe. Yo, Strong. Speak. How's it going? Strong hope we find milk of human kindness soon.
Things all right humans between us? Like other humans. Smart, but weak. Strong stay with human for now. Perfection for sale. Hand-tooled pieces. Mal gucken, was ich noch in meiner Schrammelbude für den hab. So, ein Schluck Wasser. Ist immer gut. Hier könnte ich vielleicht mal den anderen Anzug reinschmeißen. Da. Die ganzen Waffen brauche ich auch nicht. Die ist leer. Ah, hier, guck mal. Hier kann ich Waffen reintun. Apparel, das dahin. So. Du brauchst auf jeden Fall noch mehr Rüstung, Junge. Heads up. This what strong caring for human. Da. Oh, ja. Waffe geben. No. Was habe ich denn jetzt schon wieder rausgenommen? Egal. Schon. So, dann gehen wir mal wieder raus. Obwohl, wir können eine Runde schlafen. Nö. 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 Heads up. What? Brauche ein bisschen mehr, würde ich sagen. Nee. Da. So. Eine Waffe mit 38er. Every piece in here is worth what I charge for it. No arguments. Sure, let's take a look. A bit of everything. Junkjet, der kommt gleich mal wieder ins Haus. Den habe ich, glaube ich, mitgenommen.
Fusion Core, nee. Verkauft sie Waffen? Nee, ne? Sein Agility und Perception. Unique protection. Everyone does. I'll take a look, sure. Don't. Macht das 13. Ah, so ein Hammer. Könnte man ihm noch geben. So, dann zurück ins Haus und dann gucken wir nochmal gleich, ob Nick Valentine schon da ist. Weil der hat ja wie gesagt noch Sachen aus dem Hochhaus, zur Not müssen wir da jetzt gleich nochmal rein. Sieht fast danach aus. Chat kommt weg. Sniper Rifle. Shock Baton. Ja. Na dann. Kurz pennen. 5 Stunden. Und dann kann ich noch mal kurz entschwinden, verschwinden. You are well rested. Sehr gut. So, gleich mal Wäsche angemacht, Haushalt. Muss ja auch irgendwie nebenbei laufen. Das Getippe nebenbei ist übrigens Facebook. Jermaine ist gerade am Schreiben. He's a superhuman, yeah. Nicht a human, super mutant, but he is okay. Trust me on that.
Ellie? Always a trail to be followed. Wo ist der Nick? Der ist gar nicht da. Ist er noch im Turm? Marty's holotape. Nikki, you old bucket of bolts, it's Marty. I know it's been a while, but I came across a little mystery. I thought it might get your circuits firing. And you remember that ugly grasshopper statue on top of Faneuil Hall? Turns out it's got a note in it. A note. By the son of one, Shem Drown. I don't expect that name means anything to you, but the guy was a coppersmith. Way back when folks did shit like that. Apparently, this note went straight to the old guy's stash. I don't know what's in it, but I'd sure like to know if it's still there. I'm gonna go do a little recon on the hall. If you decide you want to get the team back together, you let me know. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück zum Turm. Anderthalb Stunden habe ich noch etwa, die ich spielen möchte erstmal. Und da müssen wir nochmal gucken, ob Nick irgendwo da rumrennt. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Tippel, tippel, tippel. Tippel, tippel, tippel. Tippel, tippel, tippel. Tippel, tippel, tippel. Sniperman, hallo? Or is it hello? I'm not sure. Sprichst du Deutsch or English? And hello from Berlin in Germany. Oh, I have to change. Stuff I'm wearing. How are you? I'm fine. How are you? And how did you find me? I mean, there must be many people here at Twitch.
playing Fallout. And I must be one of the last in this list. I hear something. Anyway, thank you for watching. Thanks for the follow. I'm doing alright. There's a lot playing Fallout. Yeah. For me, it's just the normal game. I don't own the first add-on or the second one. Yeah. But I like the game. I played Fallout 3 so often and so for so long. Nearly 100 hours. Yeah. And I bought Fallout 4 last year. I never played it, and now I finally have the time to do it. Did you play the game? I suppose yes. I never played any of the Fallouts. Oh! I would say Fallout 1 and 2 is quite old, but Fallout 3 is really good. I played nearly 100 hours with all the add-ons. I think there were 5 add-ons for Fallout 3. Yeah, New Vegas was good too, and the 4th part is really good, as far as I know. I'm just at the beginning of this game. So we need to find some stuff for my new super mutant friend here. He needs the armor for his upper body. As you can see, it's a lot of shooting and collecting stuff. The story is really great. And the world where you are playing in is good too. Oh, that's cool. Yeah. Must have been nothing. I like it very much. Oh, that looks like a hand or so. You can watch so far. So where are you from, if I may ask? I'm from Germany, from Berlin, and here it's 12:54, yeah, nearly 1 p.m. From the US, oh! Hello to the US. Got it. Okay, Strong doesn't like when I am breaking into stuff. What's that?
What is it? I'm hearing stuff. Okay, let's go upstairs. Wow. I'm not sure how much of the story I have seen yet of this part of the game. I am level 14 now. Yeah. And I played nearly 20 hours, but it feels like I am just at the beginning of the game. There's so much to see. I can show you the map for one moment, please. There. This is the map. I can go down there. You can see there are parts that I haven't seen yet. At the moment I'm around here. And this is the place up here where I started. So, we have to get up. I'm looking for an NPC that followed me before. A private detective, or a PI, who is a machine. And I'm not sure if he's laying around dead here somewhere or not. I don't hope. Well, I hope he is alive. Ah, there's an armor for my friend here. Look alive. Let's see. Strong can carry for you. Strong can carry for you. Let's see. We can give you. You wearing it? Look alive. Equip. Ah, I have to tell him to equip it. So now he is strong listening. Wearing it. Cool. That's cool. Okay, this is the tower where we freed him and his friend. And there's still stuff. Oh! Hell a yeah. Bobblehead! Yeah! Okay. I think that's all. So hier ist wieder der Fahrstuhl, wo wir runter können. Dann haben wir auch alles gesehen hier, ne? Die Sonne geht auch gerade runter. Jetzt hier schauen, was wir hier bauen können. Na dann, auf zum Fahrstuhl. Let's go strong. Oh, I left him up there. Danger. Hmm.
Ohne meinen großen Kumpel ist das schon ein bisschen gruselig. Gruselig. Oh, it's mine. It's my friend called Strong, and I thought he is an enemy of mine. Okay. I think we are good here. Yeah. So, what to do next? That one sounds good. Go there. The wreck of the... Yeah. Let's see what's there. Mal gucken, was da los ist. Was? 13 Uhr. Mann, der Tag ist noch jung. Story 8 purified water. Thank you.
sure he'll be here any minute. Yeah, well, he better be. This is You better get the fuck out of here if you know what's good for you. What's going on here? Nothing to do with you. Unless you want your face blown off. Got it, asshole? Are you gonna hand over the money in chems, or do I have to kill you? Are you serious? Kill this asshole! But that's your problem now. I'm leaving town, for good. Should make things easier for Paul to have me gone. Plus, there's no plausible way I could explain to Borowski how I wasn't involved in this unless I die here along with everyone else. Just like that? You're leaving town and never coming back? Yeah. You won't be able to blame me for all your problems. Howdy, Cook. Cook won't be bothering Darcy anymore. Good. I knew you could handle him. So, what happened? Did he give you any trouble? Oh, you're back. I can wait to play this. Yeah, I can. Looks like fun. Yeah, it's really fun. As I told you before, the story is really good and you can play as a good guy or a bad guy or something in between. And yeah. It's fine. I'm not busy. What are you going to do now? Well, start trying to win Darcy. Which system you will play it on? Only step one. Anyway, thanks for your help. I'll see you around. Good luck. I hope it all works out. Thanks. Okay, I can't open this stuff. At least not yet. Paul. So, it's just the two of us. 50-50 seems fair to me. 70-30 seems more like it. Brother share. My leader takes first. No, not this time. 50-50 is fair, and that's what we're doing. You take the money from Nelson, and I'll take the chems. Aren't the chems worth more than the money? Sure. If you owned a chems shop right here. But I'll have to pay the mayor his cut, plus move all this back to town. Let's see. Oh, er hat die alle ausgeleert. PS4, yeah, it's a good console. I'm playing it on a Xbox One because I played most of the games on the Xbox system. But PS4, yeah, I think it's quite good too. Quests. Retrish's note. Inventory. Trish's note, where is it? One, two, three, four, five. Gain access to the Morosky Chem Lab.
Cam? Is it Cam or Sham? I used to play Xbox years ago. Yeah, I had an Xbox 360. I still have it. And I had a PS3 that I sent a friend so he can play on it. And now I'm owning Xbox One and the PS4. And the PS4 I just bought for PlayStation only games like Uncharted. Yeah. Hey, Paul. He's not talking to me anymore. Oh, shit. We have to check the note again. First. Also, am LKW rum. Fully fish packing upstairs. You cannot equip this item. Yeah, glow is not good for human. That's correct. The water is, kind of glowing because of the radiation of the bombs and stuff. I want to play The Last Guardian when it comes out. I think I heard about this game, but I am not sure what it is about. It's for PlayStation only, right? Inventory. Let's see whatever other weapons do we have. Ray.
I need to get me healed up. Purified water. And again. It's about a little boy and his mammal running from guards on an epic adventure. Sounds good. Last Guardian. Let's Google it. Ah! Yeah, it's PlayStation only. It's made in Japan. Ah, I see. Where's my friend? Is he down already? It looks like a fun game. This game, Fallout, is a lot of shooting, as you can see. But the other one that you, The Last Guardian, I think it's good. Fish that they prepared here. Oh, it's more like a shark. So where is my mutant friend? Where is he? There he is. Hello, are you okay? I hope so. Okay, let's see. Okay, I have to give stuff to the big guy. Trait. Because I am carrying too much. Okay. That looks better.
Oh no! Oof. Fell in the water. Power armor. Okay, he's dead a long time, for a long time. Can I give you more stuff, please? Hey. Harness, leg. Yellow flight helm. That looks interesting. Yes, human. Okay, I need to eat something. Yum yum eggs, yeah, wonderful. Tato. Sweet roll. Maybe I should use some right away. Sorry, I don't want to hit you. I'm happy that he is not attacking back. I'm trying to find a used PS4. I don't have a console right now. Oh, okay. So you have a PC, I suppose. A used PS4 should be no problem at all, because with the new VR glasses, there will be a new PlayStation. So you should be able to buy a used one. Vegetables are healing 50% better. That's good. No, I'm using my phone. For gaming? No, for viewing the stream you use your phone, I suppose. Talked about gaming. I think for gaming you are using a PC, hopefully.
for the stream you use your phone, okay. Yeah, there's an app for Twitch, so it's... Oh, fuck. It's easy to watch. I don't own a PC, I own a phone to watch... I use my phone to watch streams. Oh, you have no PC, no computer? Nothing at all? Oh, shit. So, I hope you will find a... Yeah. Console. To work with. Or to play with. With the Xbox 360 and the PS4. If you wanted to watch Blu-rays, you had to buy a PS3. Xbox 360 and a PS3, yeah, the older generation. And that was the reason why I bought a PS3, because I could watch my movies. And then there were some games, like Uncharted, that, which I like a lot. The PS4 is more powerful than the Xbox One. Yeah, it definitely is. So I think it's a better choice. Let's see what you got. Something for everyone. So, dann gucken wir mal. 400 Geld hat er. Da kann er mir schon ein bisschen was abkaufen. Knuckles. Weg damit. Oh, I just forgot to get my other clothes on, because with more charisma you get more money out of the NPCs. Excuse me. I don't know why we let Valentine live in the city. He saves one or two people. Hey, Arturo. You know, a shotgun's great insurance against me. Let's see what you got. Don't forget to stop. So, duct tape. Can all go. Harness. So I have a metal left arm, metal right leg. We have these two. Left leg, right leg, that's correct. Right arm. Okay. Okay. Big guy. What? Give me the stuff. Can you wear them? No, he can't. Oh, this would be fun if he can wear the sunglasses. But unfortunately, he can't wear it. Everything I got will keep you safe. Let's see what you got. Something for every...
So all the stuff I loot from the enemies I can sell to the NPCs. And you can see that he has 227 coins. And yeah, for that I'm selling him stuff. Okay, now I have 7,000 coins, and he has two armor pieces that I want for so long, and I think I can buy it now. Yeah. So now it's mine. Ha. We can talk about guns. Or maybe you want to consider something more up close and personal. Let's see what you got. Something for... Uh-huh. Buff out. I don't use drugs in this game. Gun drops. Yes, jet. Beans, psycho, no, I don't need that. No. Stealth boys. Board. Knuckles I don't use. Pistols, revolvers I don't use. 13 and 34. Inspect. Sniper rifle, yeah, that's a better one than that. So I can sell it to submachine guns. Okay. I can change some of my stuff now. I got these two guys. It's for the arms, okay, so I have the helmet, light leg, right leg. And maybe the jumpsuit. Yeah, that's better. So. So this is my house that I bought in this city called Diamond City, and here I can put all my stuff that I'm not using at the moment so that I am not carrying too much weight. Seven.
There we put the clothes. Or cloth. Oh, we have two of these patrolman sunglasses. Tuxedo, 114. Yeah. That looks good. So, halbe Stunde noch, dann mache ich erstmal Pause. So, I will play for another 30 minutes. And then I have to take a break. Hey, Myrna. Every piece in here is worth what I charge for it. Right. Sure. Let's take a look. Everything. So I can sell her the sunglasses. And that's it. Yeah. Okay. And now we will travel to my old home. Ah, here, the Red Rocket station, because there's a dog, a friend of mine, the first companion you meet at this game or in this game. And I want to try to give him a collar, which is giving him better specs or better skills. Oh, what nice weather. Oh shit, let's go inside. We don't need radiation burns or stuff. Maybe we should go there to Sanctuary. I'm wearing armor. Or do you mean the big guy, the super mutant? He's wearing armor too, but not on his head at the moment. I need to find a proper helmet or something. And myself, as you can see, I'm wearing armor, not the best at the moment. And he's wearing armor too. And here is a power armor where I can go inside. I can show you. He's putting in a fusion core. And then he can enter this big thing. And then, yeah, I have a different interface. But he is not liking it. Human look like robot. Okay. Okay. Is there a dog armor? I'm not sure if there is. But we can look out. We can check out. Hello. If he is at home. I'm missing two NPCs at the moment, my dog and Nick Valentine. And I'm not sure where they are. What happens if I send him? Need strong to smash something? Away. Got a second, big guy? Take meat, make humans strong. It's time for us to part ways. Good idea. Strong need break from human. Strong go back to tower, take nap.
Oh, so he is here now. He's protecting our little community. He's walking around here. Can I give him a job? Assigned to there. Where is he assigned? He's assigned to protect. And I have the bad feeling that the community isn't liking it because the happiness is going down. Defense. Lords. We put it here. So, and then we can tell him, go here. Whatever, we are looking for the dog. Dog, where are you? He is not here. He is not here. Just thinking how wonderful it would be to get out of this infernal rain. Codsworth. Shall I accompany you, sir? I'd like to trade some items. Of course. This is the old butler of my home. And yes, I should put a fence around it, but I didn't created much stuff. Yeah. I'm not sure why, but it will take a lot of time to scrap materials and then put a wall around. Yeah. These are all people living here. Just wanted to trade a few things. Oh, I can give them armor when I have some. Maybe later. Maybe nice later. With those defenses. I've got nothing else I need right now. I think Preston may want to chat. So this is my old house. And this is my bed. And I would sleep now. For 9 hours. And then it's day again. I don't like the night. Six a.m. Good morning. Let's check the happiness of this community. It's rising again, so they accepted the super mutant. That's good. That's funny. Yeah? She is a trader and she's selling stuff. Hey, Carla. Hey there. And trading. Buying stuff. Sure. Let's take a look. Yeah, keep your shirt on. Junk, misc, bobby pins are always good to break stuff. Okay, that's it. So, and they are fixing up this house. It's our main house. And here there was a house. And houses that are too broken, you can scrap in one piece. But what I'm doing now is trying to find my dog.
trying to find dog meat. I'm not sure where he is. Normally he should be at the station, the Red Rocket station. But we were there before and I didn't see him. Meat dog? Are you here? No, he isn't. He's not here. Where the hell is he? So this is the first small town you encounter. And I think there were one or two safes that I couldn't pick, but right now I have a better lock picking skill, so it should be no problem. And I'm not sure, but I think these stuffs or these boxes are refilling from time to time, because I'm quite sure I emptied them before. Here, expert. Yeah, now I can open this up. Got it. That worked just fine. Raiders. Sorry for that. No, I'm not really sorry. So let's see if there are other safes to crack. It's refilling. It's really refilling stuff. I was in this house before. I'm very sure. So where you can see some lights, these are places you can enter. More raiders. Why? Ah, in the church there was a safe. I remember. How many of you are there? A lot. Can hear a helicopter, I suppose. Yeah,
Oh my god, he's flying through the house. And they are sending in help, like the last time. That's interesting that they are helping me. There's a paladin who's attacking. Okay. That's it. These were a lot of guys. Hello. Hey there. Put two in the head and they'll stay dead. Advice to live by. Oh, here in Berlin it's starting to rain and Sunday is coming too. That's really interesting that the NPCs are coming back, that the Brotherhood of Steel is helping me, even if I'm not a part of this organization yet. They are helping me. That's cool. Oh, it's starting to rain now. So which time is it at your place? Oh, it's storming. Here it's close to 2 p.m. right now. Whoa. I hope my balcony will be stay intact. There's stuff to take, and there's a safe. Yes, I can open it. Finally. Nice. Okay, I think that's it here. As you can see, this is a church, or that was a church. But no dog here. Where is the dog? So I have place where I can wear 20. Units more. So now I have to throw stuff away. Wow.
It's like in a car wash right now here in Berlin. That's funny. Okay, traveling back to Sanctuary and giving the people some armor to wear to be better protected if somebody is attacking them. Okay, Sniperman, I will sign off in a few minutes. So I thank you for watching my stream, and maybe you can, yeah, come here again another time. And maybe I'm playing today later on. I'm not sure yet, but yeah, I think. Need something? Yeah, I will do it. Yeah. The Minuteman could use someone like you. Some days are harder than others, but even the hard days get easier than the ones. Can I give you? I'd like to trade some items. Stuff? Yeah, I can give him stuff. Apparel. I can give him a harness, and then I can tell him to equip it. Oh, that sounds looks interesting. Undershirt and jeans. Black, white. Equip. Find your son. Someday, super mutants kill everything. Strong boy! Strong want to kill something! I just want to trade a few things. Job with those defenses. I've got nothing else I need right now. Okay, we have to sell stuff. But that I will do next time. So thank you for watching all. Danke fürs Zuschauen mal wieder und ich bin dann später oder die Tage mal wieder da. Ja, also sehr kleinteiliges Spiel, sehr viel Zeit, die man da mit verbringen kann. Und das werde ich demnächst ja noch wieder tun. Also, bis dann.